Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und es geht weiter mit The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Jawolski. So, und hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben und ich muss darüber in den Tunnel. Und dankenswerterweise sehe ich hier 1, 2, 3, 5. 5 von diesen komischen Dingern. Ich habe aber noch was anderes gerade nachgeguckt, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe. Nämlich, wenn ich jetzt hier drücke, dann kann ich hier Amiibo verwenden. Der Gag ist, ja, ist recht. Der Gag ist, ich habe mal durchgezählt. Ich habe sage und schreibe 25 Zelda-Amiibos. Die benutze ich jetzt nicht alle. Das würde ein bisschen lange dauern. Das machen wir jetzt mal nicht. Das hier war so ein kleiner. Was ist denn das für einer? Ich glaube, der gehört zu Link's Awakening. Genau. Der von Link's Awakening. Den habe ich gerade eben benutzt. So, jetzt nehmen wir wieder ein bisschen schnell. Ah, nee, das Ding hier ist. Ah, Moment mal, mit dem Ding mache ich die da unten doch platt, oder? Das ging schnell. Dann sollte das vielleicht doch kein allzu großes Problem werden, wenn die nicht auch Lanzen hätten. Genau, kämpft ihr mal mit dem? Sehr schön. Perfekt. Das war doch taktisch genial. Kann doch einer sagen, was er will. So. Irgendwann lerne ich noch, wo die Waffen sind. Genau hier. Dann nehme ich mal diese Steinaxt und entsorge die galant. Weil die Lanze hier ist zwar nicht sehr stark, aber hält mir die Gegner vom Leib. Darauf reimt sich, ist dir nahe dein Weib, kriegst du Grimmen im Leib. Wie komme ich auf so einen Schwachsinn? Da sehe ich doch eine Truhe. Ja. Jetzt wollte ich schon wieder mit Parasegel rüberfliegen. Ey, die sind ja auch zu zweit. Ey, wie viele sind das noch? Dann machen wir doch wieder gepflegte Ninja-Angriff. Was auch immer das sein mag. Hast du gedacht, Freundchen? Ninja-Angriff. Auftauchen, zuschlagen, verpissen. Ups. Okay, das war jetzt eher nicht ganz so ideal, aber da backt ein Fisch rum. Uralter Arowana. Die spawnen ja schon ganz nette Teile hier. Ups. Renn doch, wenn ich drücke, du lahm Enterich. Das mit dem Schild weiß ich schon. Liegt hier irgendwas Brauchbares? Nee. Moment. Was ein Brettfächer. Oh Mann. Na ja, gut, der sieht jetzt nicht so aus, als ob ich den unbedingt haben muss.
Aber jetzt habe ich ehrlich gesagt schon so viele platt gemacht. Jetzt nehmen wir den Rest auch noch. Oder sind ja gar keine mehr. War ja auch gut. Jetzt wollte ich schon wieder das Parasegel nehmen. Mein lieber Mann. Der Husten daneben ja klang gerade nicht so gut. Also, dass so weitergeht, muss ich hier noch operativ eingreifen. So. Nehmen wir mal die. Weil irgendwas kommt mir ja bestimmt entgegen. Und wenn es Fledermäuse sind. Oh, was ist das denn? Leuchtsamen. Samen von Leuchtfarn, der in Höhlen oder Brunnen wächst. Bei Stoßeinwirkung erblüht an Ort und Stelle sofort eine Pflanze, die ein zartes Leuchten von sich gibt. Ach, guck mal da. Bumm. Bumm. Da ist doch noch einer. Hoppla. Womit vermöbel ich das Ding? Hallo? Ja. Nehmen wir das. Ach, Steinsalz. Das wohl armseligste, was rauskommen konnte. Was ist das denn? Hä? Ja, okay. Was ist denn das da oben? Hey. Wah, ich habe keine Waffe ausgerüstet. Hilfe. Ach, nehmen wir das Ding. Für die reicht's. So, dann nehmen wir hier nochmal den Leuchtkram. Ein Bernstein. Hier ist auch nochmal Leuchtkram. Und da auch. Ein Riesenleuchtsamen. Okay. Auch recht. So. Irgendwann habe ich es noch raus, was ich nehmen muss. Ah ja. Ein Rhodonit. Okay, den Rest von der Wand lassen wir stehen. Aha. Hä? Was ist das? Maiui Signum. Okay. Diesen schwach blau schimmernden Gegenstand hat die mysteriöse Höhlenkreatur Maiui. Mayo. Hinterlassen. Sein Anblick verleitet dazu, mehr davon zu sammeln. Das geht mir bei Schokolade genauso. So, was ist denn hier drin? Ich hoffe, was Brauchbares.
Eine alte Toga. Laufe ich noch oberkörperfrei hier rum? Tatsächlich. Naja. Sieht aus wie die Putzlappen von unserer Putzfrau. Naja. Also nicht hier privat, keine Panik. So reich bin ich nicht. Habe ich keine. Oh, da ist ein Ausgang. Hier ist sonst nichts mehr. Ah, das sind freundliche welche, Gott sei Dank. So, einmal kurz umgucken. Eine Route brauche ich ganz sicher nicht. So, was haben wir hier? Da stehen irgendwelche ominösen Fässer und Kisten. Also klopfen wir da mal freundlich. Hey! Jawohl, das Ding geht gleich hinüber. Wie viele Holzpfeile habe ich eigentlich? 36. Nicht so schlecht. Servus. Zuerst erschufen wir die Dienerkonstrukte. Danach folgten andere Konstruktmodelle, ein jedes auf seine Aufgabe spezialisiert. Kochkonstrukte, Handwerkerkonstrukte. Bald gingen die verschiedensten Spezialisten ihren Tätigkeiten nach. Einige von ihnen erlangten größeres Wissen als wir selbst. Oha! So wurden unsere Geschöpfe zu unseren Lehrmeistern. Du solltest dich nicht scheuen, sie anzusprechen. Ich bin sicher, dass sie auch, dass auch du einiges von ihnen erfahren kannst. Lalalapapapa. Na, dann erzähl mal. Kein einziges der Flöße, mit denen man das andere Ufer erreicht, ist mehr intakt. Der ganze Transportbetrieb muss ruhen. Besser. Eigentlich werden hier Materialien ans andere Ufer transportiert. Das einzig Gute ist, dass zumindest die Sonau-Bauteile noch unversehrt sind. Gut, brauche ich nicht zu fragen, liegt vor seiner Nase. Dann baue ich mir halt ein Floß. Ups, schon wieder verkehrt. Ja, ich habe nur auf Amiibo eingestellt. Wie zur Hölle? Hey, was jetzt? Diese Teile werden noch benötigt. Solltest du welche nutzen wollen, bitte bediene dich am Ufer. Ich bin hier am Ufer. Ah. Na gut dann. Oder baue ich mir halt ein Floß? Oh, wie auffällig. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt würde ich aber wissen, was das hier ist. Ach, da geht's noch auf eine andere Insel.
Damit kann man sich augenscheinlich eine Treppe bauen. Tun wir uns das jetzt auf die Schnelle an? Nee, eigentlich nicht. Ich will jetzt den letzten Schrein. Aber dem Grunde nach würde ich jetzt die vier Teile hier nehmen, mir eine Treppe bauen und gut ist. Gott, das Tutorial ist ja größer wie bei manch anderen das ganze gesamte Spiel. So, und jetzt? Und wie steuere ich das Ding? So nicht. Nein, wollte ich doch gar nicht. Oh. Ach so, ich brauche eine Waffe in der Hand, um den Kram ein- und auszuschalten. Ist ja wohl ein Scherz, oder? Ernsthaft jetzt. Du bleibst hier. Was sind das eigentlich hier für Punkte, die ich hier dauernd finde? Und was ist das? Ach, guck mal da. Ausdauerknolle. Die kannte ich noch gar nicht. Dann nehmen wir doch gleich direkt ein paar mit. Moment mal, kann ich die Kisten eigentlich auch anheben? Moment. Gut. Ach so. Hä? Du dummes Ding, soll es auch kaputt gehen, wenn ich dich fallen lasse? Geht doch. Ach, wegen einem Holzpfeil machen die so eine große Kiste. Fünf Pfeile ist schon besser. Und ein Apfel. Hallo. Du bist in diese Richtung unterwegs und das zu dieser Stunde. Äußerst unwegsam, beweg dich stets so, wie es das Terrain von dir verlangt. Ich habe einen Leitfaden zum Bewältigen dieses Bergpfads ersonnen. Will ich das wissen? Okay. Man braucht Feuer. Ja, wunderbar. Man braucht Feuer und soll kochen. Das ist super, das ist völliger Quatsch. Die Frage ist natürlich noch, was könnte ich denn im Moment überhaupt kochen? Gucken wir mal schnell ins Inventar. Bei Berge denke ich immer an kalt, aber ich habe zum Beispiel keine Chilis, also das kann ich wohl vergessen hier. Also, das Kochen kann ich vergessen, alles andere. Haha. Ach ja, da bin ich doch eben tatsächlich beim Trinken, beim Abstellen der Dose. Auf die Maus gekommen und habe die Aufnahme versehentlich gestoppt. Das muss ich erstmal hinkriegen. Was ist das? Wie könnte ich das Ding wohl zerstören?
Was soll das denn? Wäre eine Überlegung, da mal was Schweres drauf zu klopfen, so ein Baumstamm oder sowas. Aber egal, gucken wir uns bei Gelegenheit an. Hoffentlich. Ach, guck mal da, da schwebt hier wieder so ein Ding. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Lapp. Hoffentlich kann man aus den Dingern auch irgendwas Brauchbares machen. Das ist eine Schiene. Das ist dummes Zeug. Und da hinten steht eine Kiste. Verdammt, ich hatte die Hoffnung, man könnte denen die Dinger da überwerfen. Upsala. Wollte der gerade ein Fass werfen? Alter. Hey! Ich stand hinter der Mauer, das ist Betrug. Der hat durch die Mauer geschlagen. Nintendo! Ich komme nach Japan und schimpf mit euch. Was soll das denn? Hä? Hier war ich doch eben schon. Ja, du nicht. Geh weg. Gut, dann müssen wir das taktisch ein bisschen klüger angehen. Aber ein Versuch war das eben ja eigentlich wert, ne? Oh, verdammt. Die geht wohl nicht so einfach auf. Hä? Der trifft mich zweimal mit dem Ding und ich nehme keinen Schaden. Und beim dritten Mal erwischt er mich einmal und es haut mir zwei Herzen weg. Moment. Da müssen wir nochmal kurz nachlegen. So geht das nicht, mein Lieber. Du solltest das essen, Mensch. Hallo. Vergiss es. Defekte Waffe ist generell ein Problem. Bleib mir von der Pelle. Das gibt's doch nicht. Sag mal, was hat denn der für Waffen? Nicht schon wieder. Ich komme noch mal, Freundchen. Sag mal, hallo.
schon wieder stehen geblieben? Ich hatte doch nicht mal eine Waffe in der Hand. Toll. Das ist ja unglaublich. Okay. Das reicht. Letzter Versuch. Letzter Versuch und diesmal machen wir das Ganze ein bisschen konzentrierter. Punkt 1, wir flüchten. Punkt 2, wir warten, bis sie ihren eigenen Kamerad mit einem Fass bewerfen und der tot umfällt. Was war das denn jetzt? Jetzt rennen wir weg. Warten kurz einen Moment. Was auch immer der da gerade macht. Haben keine Kondition mehr und können uns nicht bewegen. Und wunderbar. Dann müssen wir noch mal essen. Jetzt geh endlich kaputt, du Dämlack. Haben wir es jetzt? Geht doch. Naja. Boah, guck mal da. Ein Schwert, ein Schild. Und ein Bogen. Und Pfeile. Gut, das war jetzt ein bisschen... Ich sag mal ganz vorsichtig, weniger geschickt. Ah, ich dachte, da liegt ein Pfeil, Mist. Das war zwar jetzt weniger geschickt, aber in letzter Konsequenz hat es dann doch funktioniert. Warum nicht gleich? Aber klasse fand ich wirklich, dass die ihren, dass die dem einen ein Fass an die Birne geworfen haben und ihn selbst umgebracht. Das hat die Sache erleichtert. Was ein Opal, das ist alles? Also nicht euer Ernst jetzt. Okay, Pfeile. Okay. Kurzer Check, 54 Pfeile. Das ist doch gar nicht schlecht. Entdeckt Minenhöhle. Okay. Da bauen wir uns doch wahrscheinlich einfach ein einfaches Gefährt. Moment, wie ging das noch? Rechts? Nee, andersrum. Naja. Keine Schönheit, der Gerät. Aber es funktioniert. Alter, was ist das? Bomb. Für die 3 Meter hätte ich das Ding jetzt nicht bauen müssen, ehrlich. Was war denn das für ein Blödsinn?
Hier ist es noch finsterer als in anderen Höhlen. Falls du dich zum Bergwerksstollen vorwagen willst, brauchst du Licht. Hast du genug Leuchtsamen bei dir? Ich nehme es an. So ein Glück ohne Licht wirst du da drin nämlich nicht sehen können. Farne mit Leuchtsamen wachsen in dunklen Höhlen, wie etwa auch in dieser hier, zumindest theoretisch. Denn da die Höhle so dunkel ist, haben meine Artgenossen bereits fast alle dieser wundersamen Früchte geerntet. Daher wache ich hier und erinnere jeden daran, die Höhle keinesfalls ohne einen Vorrat an Leuchtsamen zu betreten. Okay. Bla bla. Moment. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Nehme ich einen in die Hand. Lege den ab. Aha! Was ist denn das? Sonanium. Sonanium. Ein vielfach nützliches Gestein, aus dem einst Energie gewonnen wurde und das man zu Waffen und Rüstungen weiterverarbeitete. Nehmen wir mal mit. Wie wir hier drin Licht machen, haben wir jetzt auch rausgekriegt. Und da oben sitzt wieder dieses komische Vieh. Meinetwegen. Jetzt machen wir hier mal einen Cut und im nächsten Part geht es genau an der Stelle wieder weiter. Bis dahin wisst ihr, dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren, ihr solltet die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpasst. Und genießt euer Leben. Bis denn dann. Tschüss.